Wer Ivan Tratar kennenlernt, der staunt. Mit wie viel Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Zuversicht er sein neues Leben angeht, das beeindruckt. Er kommt gerade von der Italienmeisterschaft zurück und hat es im Tennis-Doppel bis ins Finale geschafft. Der 15. Jänner 2011 hat sein Leben verändert, aber nicht unbedingt zum Negativen, meint er. Es war im Mondscheinrodeln in Rheinswald. Und da sind wir eigentlich schon jedes Mal eigentlich gegangen und da haben wir macht Spaß gehabt. Und sind dann halt um die Piste mit verschiedensten Sachen neu gefahren, mitten in der Nacht. Und ja, das Mal ist halt schief gegangen. Sind wir mit einer Sicherheitsmatte auf einem Baum gefahren. Und es ist leichter aufzuzählen, was bei Ivan Tratar nicht gebrochen oder beschädigt war. 10 Tage lang lag er im Koma. Und dann kam die unglaubliche Diagnose: Lähmung ab dem Bauchnabel. Die Leute fragen mich, ob ich ein Sturpech gehabt habe. Und nein, das gibt's ja nicht. Und ich sage, ob ich eigentlich auch noch Glück gehabt. Obwohl die Zeit am Anfang auch schwierig war, aber es war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Ivan Tratar war immer schon ein sportlicher Typ. Er kaufte sich einen Tennisrollstuhl und lernte den Sport auf 4 Rädern. Ja, weil mir Tennis einfach brutal viel gibt. So ein Match ist irgendwie, das kann man fast mit dem Leben vergleichen, weil es tauchen werden Match auch Probleme auf und da muss man sofort eine Lösung finden. Jetzt hat er einen großen Traum und der heißt Rio. Nur, damit er sich überhaupt qualifizieren kann, muss er professionell trainieren können und viele Turniere spielen. Und das kostet Geld. Am meisten Geld gebe ich fürs Training dann aus, weil ich dann echt mit dem Trainer 3-mal die Woche und er kann es auch nicht gleich gratis tun. Und der Platz ist auch zu zahlen. Und eben die Turniere sind. Das kleinste Turnier ist in Brescia, was ich spiele heuer. Und bei den anderen ist überall mindestens 500 Kilometer zu fahren oder magari auch zu fliegen. Walter Stampfl hat den jungen Mann mit dem großen Traum kennengelernt und spontan seine Unterstützung zugesagt. Die beiden haben eine Kostenaufstellung gemacht. Bis 2016 würde die gesamte Vorbereitung 92.000 Euro verschlingen. So einen Mut, so einen Lebenswillen, der gehört einfach unterstützt. Und was ist schöner, als wenn ein junger Mensch einen Traum hat, den er sich erfüllen will. Ivan Tratar hofft ganz fest, dass sich das Geld findet. Weil ich sagen möchte, dass man auch in Rollstuhl noch viele gute Sachen leisten kann und das gern Südtirol bei den Paralympics vertreten. Und dann beeindruckt er schon wieder. Einzig, wie er nach Hause fährt.